Kommen wir zum offiziellen Teil. Also ich grüße alle Chemnitzer Fans, Freunde, Sympathisanten, Interessenten und Neugierige zu unserer ersten Veranstaltung nach der Sommerpause. Und ja, und da steigen wir ein. Die erste Folie ist die bekannte, wie immer, Überblick statt Tunnelblick. Die meisten kennen sie nicht. Man kann es nicht oft genug aufbringen, denn die anderen, die machen das tagtäglich, indem sie die Gehirne träufeln, ihr Geist. Und da ist immer wieder der Blick auf den Atlas, ist immer der hilfsreichste, vor allen Dingen, weil er schnell geht und man hat den Überblick, was läuft denn eigentlich so richtig. Hier nochmal zur Orientierung, wo wir in etwa sind. Und da hat mal jemand vor einigen Jahren verkündet, oder die Absicht oder den Gedanke einer sogenannten Freihandelszone von Vladivostok bis Lissabon. Und das war natürlich dann spätestens das Signal für andere, denen das ja dann überhaupt gar nicht gefallen konnte. Wie es dann weiterging, kennt ihr auch. Also, ja, findet den Fehler. Auch das nochmal kurz. Das, was in deutschen Medien selten, und das ist erstaunlich, weil 2014 im Nachrichtenmagazin Focus Online, wir sind, also der Gorbatschow, wir sind längst in einem kalten Krieg und die USA sind schuld daran und die wollen es auch. Und dann will ich bloß das letzte noch, Amerika gibt in allem den Ton an. Das ist auch wieder, wie das Spiel läuft. Ich meine, das wissen wir eigentlich so ziemlich alle. Was interessant war, oder ich fand, das war zum Anfang des Jahres, ich glaube, das war im Februar, März rum, da kam nochmal auf dem MDR, ich weiß nicht, war das noch, nochmal in Nachbetrachtung die 2+4 Verhandlungen. Das sieht man natürlich heute ein bisschen mit anderen Augen, muss ich auch sagen. Man hört da an verschiedenen Sachen auch ein bisschen genauer hin, denn damals war noch, ich sag mal, die Grundstimmung war ja eigentlich damals, glaube ich, alt optimistisch. Bei manchen Dingen haben wir so ein bisschen auch schon Bauchkneifen gekriegt. Und wo wir uns gesagt haben, ja, die haben ja sich so festgebissen an der NATO-Mitgliedschaft, wo wir eigentlich uns gesagt haben, ja, was soll denn das eigentlich? Der Ostblock ist weg, ist auch okay so, mit der DDR auch, weil undemokratisch und wirtschaftlich ineffizient. Und ja, damit sollte es eigentlich passen. Aber hat dann leider doch nicht so gepasst. Und es ist erstaunlicherweise, was eigentlich schon in dieser Zeit Unterüberschrift kommt, Machtkampf. Es ging nicht um die Demokratie, wie mir eigentlich gehört, und dass alles lieb und gut ist und alles Frieden ist und alle schönen Zeiten sind vorbei. Nee, das ist Machtkampf. Darum ging es eigentlich. Und da habe ich nochmal dieses Bild rausgezogen. Das sagt eigentlich schon so ziemlich alles aus. Der eine sitzt da in Erwartung der Anweisung oder der Richtlinien. Der andere sitzt ganz entspannt da, tja, was soll's, wir haben das Ding gezogen. Punkt. Das ist auch so etwa seine Meinung. Als Kohl, das habe ich ja wörtlich übernommen, als Kohl den amerikanischen Präsidenten fragt, was man der Sowjetunion anbieten könne, dass sie die NATO-Mitgliedschaft im Vereinigten Deutschland akzeptiert, antwortet Bush: Zur Hölle damit, wir haben gewonnen. Sie nicht. Wir können nicht zulassen, dass sie aus ihrer Niederlage einen Sieg machen. Das erinnert mich, wir haben gewonnen. Das wurde uns ein bisschen anders vermittelt, aber die Realität sah so aus. Mich erinnert das an, erstaunlicher oder komischerweise, an einen Titel der Gruppe ABBA, eigentlich in ganz anderen Zusammenhang, aber es passt eigentlich voll hierher. The winner take it all, das heißt mit anderen Worten, der Sieger nimmt alles. Er nimmt sich das Recht, zu erklären, was gut und was böse ist, wer weg muss und wer bleiben kann und. Er nimmt alles. Ganz einfach. So. Und das sagt der Kohl. Sie, die Sowjets, werden dafür was haben wollen. Und das sagt der Bush. Du hast tiefe Taschen. Also wie gesagt, ich habe das wirklich daraus gewonnen. Es sind noch ein paar andere interessante Dinge, aber das wird so weit führen, und das ist auch nicht heute unser Thema.
32 Jahre später, Olaf, da hat sich, da musste ich schon doch eher antreten, dass er Instruktionen kriegt. Und über was ging es eigentlich? Ging es nur um eins, nämlich ums Geld. Das war dieser sogenannte G7-Gipfel. 600 Milliarden müssen in den nächsten Jahren platt gemacht werden. So 200 Milliarden stören sie jenseits vom Atlantik bei. Also 200 Milliarden minus 600, da bleiben 400 Milliarden übrig. Da sagt, komm Olaf, hau ein paar Milliarden raus, spielt eh keine Rolle. Corona, Klima und hier noch ein paar, das hinaus damit. Ist auch ein sehr deutlicher Hinweis über den Zustand des Finanzsystems, das mit einer wirtschaftlichen oder sachlichen wirtschaftlichen Basis nichts mehr zu tun hat. Es wird eigentlich nur noch gedruckt oder gemacht, je nach Bedarf. Na, so. So viel dazu. Das war ein Vorgedanken. Die Dame ist schwer zu hören, das habt ihr alle gelesen sicherlich. Wenn ich Menschen in der Ukraine das Versprechen gebe, wir stehen mit euch zusammen, solange wie ihr uns braucht, dann will ich das auch einhalten. Mit uns hat sie nicht eingehalten wahrscheinlich. Egal, was meine deutschen Wähler denken, ich will gegenüber den Ukrainern Wort halten. Dass sie am Eichbein das oder das wahrscheinlich doch am Eich ist, das ja, was soll man dazu alles sagen? Egal, was meine deutschen Wähler denken. Das ist das Weltbild und die Charakterlage dieser Frau. Ja. Und das will ich mir auch nochmal wieder rausgeholt von vor über einem Jahr. Lagen wir auch nicht so falsch. Wenn dann die Baerbock'sche kommt, die macht den Russen richtig Druck. Dagegen war ich ein Weichei. Ja, das ist die Dame. So, machen wir mal eine unserer Standardfolien. Eins hatten wir, den real existierenden Sozialismus. Wir wollten richtige Demokratie. Was bekamen wir? Die repräsentative Demokratie. So nennt sich, was nicht allzu oft gesagt wird. Also wir können noch vergleichen. Wir kennen nämlich zwei Systeme. Aufgefallen und eingefädelt. So, damit haben wir schon die Überleitung zum Hauptthema. Wir hatten vor einem Jahr mal begonnen, uns auch mal Gedanken zu machen, nicht nur, dass wir die kritische oder Hintergrundbetrachtung zu verschiedenen aktuellen Themen über die ganzen Jahre hinweg, sondern natürlich auch ein bisschen den Ausblick zu geben oder Orientierung, was sich denn mal verändern muss oder welche Punkte erfüllt sein müssen, ohne jetzt in hochtrabende Dinge hineinzulaufen. Und klar war auch, dass wir eben nicht endlos oder nicht immer endlos Schleifen drehen können und rufen, Merkel muss weg. Diese Ebene weg und dass es nicht besser wird, war auch zu erahnen. Und deshalb, wie gesagt, haben wir dann diese Art eine Serie in unseren Vorträgen eingebaut. Der Santo hatte begonnen schon hier, sich dabei umzuschauen, Demokratie in Europa. Im letzten Mal, da hatten wir dann etwas näher den Bundestag und auch die Wahlen, das uns mal ein bisschen näher angeschaut. Da hat er unter anderem auch die sogenannten Direktkandidaten und auch hier den Bogen zu schlagen an das Authentische, was wir ja immer als Grund nehmen wollen. Und ich habe selbst die Erfahrung machen müssen, dass es leider doch so ist, dass gerade eben schon an der Basis sehr häufig der Filz und der Händchenhefer und so weiter, wie die alle dort schon rekrutiert werden. Und da hat man dann gesagt, nee, da muss noch ein Regulativ her, das haben wir dann auch mal durchgesprochen, warum die Wahl- und die Sitzverteilungen etwas anders sind als die Wahlergebnisse, das hergeben. Ja, und der dann noch zeigt, kommt, weil viele Außenstehende denken, die Direktkandidaten, das sind die hellsten Kerzen auf der Torte. Leider ist das eher eine Ausnahme. Ja, und dann hat man auch noch gedacht, das kommt dann noch so ein bisschen nebenbei,
Also ich dachte es immer so, dass die Landesfürstin aus dem Westen, die Malu, das ist der Ehefrau hier vom großen Manitou, ist er aber nicht, wie wir aufgeklärt worden, dass die heißt Marie-Louise. Also es kann keiner kommen und sagen, das lernt er nicht. Also. So, ich will noch mal eine Anfangsfolie hernehmen von damals, oder von ein Jahr, und noch mal, uns das noch mal bewusst machen. Da haben wir einmal der Wähler der Welt, und zwar das Parlament, in dem Falle der Bundestag. Das Parlament wählt dann die Regierung. So, ich weiß nicht, ob direkt schon Direktwahlen in der Regierung, eines Parlaments, ob es das überhaupt gibt, ich glaube es nicht so richtig. Wie auch immer, und die Regierung wählt dann das Regierungsoberhaupt. Nee. Regierungs. Das Parlament wählt den Bundeskanzler und der. Ja, das ist Regierung. Regierungsoberhaupt. Ja, und der stellt die Regierung. So rum, ja, das bist ja doch mal hinten rum, ich wollte es ja an der Stelle nicht weitergehen, sondern erstmal das Regierungsoberhaupt. So gesehen hast du recht, in der Ergänzung, aber es wird dann immer zu viel, und das dann auch noch bringt. So, all diese, ob Europa oder so eine Judikative, die kommt ebenfalls nicht vom Wähler, sondern die wird eben auch über die Regierung dann oder das Parlament oftmals auch ausgekugelt, das sehen wir mit der Frau von der Leyen. Und das dort gelaufen ist. Und da kommt auch ein bisschen der harteste Fall, weil das Staatsoberhaupt eigentlich der Bundespräsident ist, aber als solcher seiner Autorität wohl kaum Genüge tut, spätestens eigentlich bei den harten Fällen dort hätte eingreifen müssen, als die Merkel damals die Grenzen aufgerissen hat, hätte eigentlich dazwischen gehen müssen. Aber wie es gelaufen ist, wisst ihr selber. Also mit dem hier als wirklich nur ein Abnicker und der ohnehin zur Zeit etwas zweifelhaft ist, ja, das ist, wo dann auch später wohl durchaus mal Handlungsbedarf ist. Ich will nochmal darauf hinweisen, dass, wenn wir schon mal eben über Demokratie und die Differenzen mal sprechen, erinnern wir uns noch gar nicht so lange her, die Briten sind über ein Referendum aus der EU ausgestiegen. Das muss ich mir vorstellen. Und das ist eine ganz andere Hausnummer, wenn man das Wort Demokratie mal in den Mund nimmt, als was uns ja vorgeführt wird. Ähnlich war es dann mit den sogenannten Maastricht-Verträgen, die dann den Euro einführen. Ich will nur das Beispiel Dänemark nehmen. Die haben es abgelehnt, die Bevölkerung. Man darf auch dabei ja nicht übersehen, der Euro oder in diesem System ist ja Geld nicht nur ein Zahlungsmittel, sondern es ist ein Machtmittel. Das ist anders, als wie es im DDR-Staat war. Und wer dort einmal mit dabei ist, der ist natürlich wieder ganz an Macht- und Sachzwänge eingebunden. Das darf man dafür nicht übersehen. Und damit gibt man ein ganzes Stück der eigenen Souveränität ab. Und da waren die nicht bereit dazu. Und gerechtfertigterweise. So, das Ganze wird uns als mittelbare Ausübung von Staatsgewalt verkauft und als sogenannte repräsentative Demokratie. So. Heute wollen wir uns das mal ein bisschen näher schauen, mal die Länder, wir steigen jetzt mal eine Etage weiter runter. Das sind also Steve und die Kommunen, das sind die zwei Instanzen nochmal. Bund, Länder und Kommunen. Und wir wollen uns heute mal, noch einmal schauen, was kann denn eigentlich die Länder, was können die nochmal tun, um irgendwie der Bundespolitik, ich sage mal, sich entgegenzustellen. So, da gibt es unter anderem eine Petition, Ersuchung, Bittschrift, Beschwerde, Eingabe. Da gibt es auch das sogenannte Petitionsrecht. Das hat über den, also das Ganze ein bisschen aus der Rubrik, Brief an Erich. Und was man da so hört, das ist dann auch dementsprechend, vor allem, das soll dann auch öffentlich angehört werden. Das wird dann so abgehandelt, das wird auch bei der Vera Längsfeld, kann man da einiges nachlesen, wie das dann abläuft, wie da getrickst wird mit allen Mitteln, vor allem bei unliebsamen Themen, damit ja nicht so viel an der Außenwelt oder an der Öffentlichkeit drängt. So, da gibt es auch verschiedene Varianten, einzeln oder Gruppe, öffentlich oder nicht öffentlich. Wollen wir also nicht näher unterstützen. Und dann gibt es noch
dann heißt das sogenannte Unterstützer. Das ist auch schon so ein etwas schwieriger Begriff. Ich will es bei denen belassen, weil wer das sich näher sich dafür interessiert, der kann das seitenweise im Internet nachlesen, was da alles an Ausführungsbestimmungen und unendlich. Darum lasse ich das ja auch so stehen. Was zurzeit um sich oder sehr, ja, kann man sagen, positiv, das sind die vielen Lorelle, wer im Internet häufig unterwegs ist und auch die Zeit hat. Es gibt eine ganze Reihe von sogenannten Online-Petitionen. So, hier ist zum Beispiel mal ein Haus im sogenannten Abgeordneten-Check. Wie gesagt, das nutze ich auch relativ oft. Da geht es also weniger Zuwanderung, das ist die Petition. Ich fordere Sie auf, sich gegen die Asylpolitik von Innenministerin Faeser einzusetzen, während diese auf der einen Seite die Bürgerrechte massiv beschneidet und die Meinungsfreiheit einschränken will, öffnet sie auf der anderen Seite Tür und Tor für neue Massenmigration in die Sozialsysteme. Das Grundgesetz stellt fest, dass in Deutschland nur Asyl beantragen darf, wer nicht aus einem sicheren Drittstaat kommt. Die Politik Faesers muss mit den Prinzipien des Grundgesetzes nicht vereinbar. Faesers Politik muss gestoppt werden. Also das ist so eine. Dann kommt ein anderer wieder hier, Blackout, von hinten läuft zur Zeit von der Dunkelaufwärme. Ich bringe mal so ein paar Beispiele, die so kommen. Dann wird oftmals auch noch mit angegeben, wer bis jetzt von den Bundestagsabgeordneten diese Petition oder die Unterschriften zugesandt worden ist. Gibt es auch einige an die einschlägigen Abgeordneten. Wie gesagt, das wird nicht der große Knaller sein. Ich sage, wenn vielleicht mal was kommt, jetzt ist dann auch die Öffentlichkeit und die Menschen ein bisschen mehr mobilisiert, sich da Gedanken zu machen, hier noch was mal anzuschieben. Aber wie gesagt, das Fakt ist, noch 100 Millionen brauchen wir hier wohl nicht anzutreten. Aber im Moment ist ja einiges im Gange und das sollte uns auch durchaus Gedanken machen, was könnte oder was, welche Wege könnte man beschreiten. Und zumal hier so eine Petition, das ist, muss man auch so dazu sagen, das ist in Borodin erledigt, ja, da ist nichts dazu. So, da hier eine andere Petition, Erfolg, CU verboten im Torschutzgebiet. Gut, manche wird sagen, das betrifft uns vielleicht nicht so. Bloß aktuell sieht es so aus, dass wir da eines Tages hier rings um Chemnitz ein paar mehr Windräder stehen als bisher. Und da geht es nicht bloß um das, was sich da oben auf der Erde, was wir so sehen, die Windmühlen, die sich drehen, sondern man muss auf einen die Tonnen von Stahlbeton, die dort in der Erde verfüllt werden, das muss man sehen, und müsste eigentlich nach dem nun sehr trockenen Sommer ein bisschen klingeln bei den Herrschaften, aber da ist anscheinend noch nicht angekommen. So, also auch noch so eine Seite, dann kommt hier ein kleines Inventionsgesetz verhindern, das ist Zivilpetition, nennt sich das, und oder dann Christenfeindlichkeit in den Medien beenden, fairer Journalismus jetzt. Also das ist ja auch sehr auffällig, dass alles Mögliche kritisiert werden darf, aber eins nicht, und das ist der Islam. Der ist vollkommen raus. Und auch wenn man nicht gläubig bin, ich bin es auch nicht, aber man muss davon ausgehen, das ist nun mal unsere Zivilisation und das ist unsere kulturelle Identität, und wenn die weg ist und damit auch die verbundenen Normen, ja, dann ist der Boden auch weg. Ja, schön lange steht er schön im Rutschen, aber vielleicht noch retten, was zu retten ist. Also hier nochmal auch, ja, hier schön. So, dann will ich auch nochmal hier den Überblick geben. Ich kann es mir schnell stellen. Beim Petitionsausschuss eingereichte Petition, da gibt es diese Plattform Statista, da kann man dann alle möglichen Statistiken nachlesen. Und hier sind einmal die eingereichten Petitionen mit über 50.000 Unterschriften. Das ist einmal für eine bessere Pflege und Schutz der Pflegebedürftigen, ich kann es ja von Ihnen nicht schlecht lesen, und dann ja, 57.000 angemessene Versorgung von, weiß ich gar nicht, was das sind, MCFS-Erkrankten, kann ich ja nicht mehr sagen, aber wie gesagt, das sind dann ja alles doch sehr überschaubar. So, schauen wir uns also nochmal die Pyramide der Struktur dieses Landes an. Also von oben runter ist nicht viel zu holen, ja, in dem Staat. Also das haben wir nicht nochmal rausgestellt. Da ist nichts. Das sieht also ein bisschen mau aus. Und heute wollen wir uns mal die Bundesländer anschauen, mal ein bisschen näher.
Ihr seht ganz klar, es kommt dann auch nochmal die Gemeinde und Kommunen, wird wahrscheinlich erst nächstes Jahr sein. Und da würde ich doch schon gleich mal den einen oder anderen bitten, da vielleicht doch was mit beizutragen. Denn da sind wir ja dann unten an der Basis. Das wäre schon mal wünschenswert. Dann kommt noch ein anderes Thema hinzu, das ist noch ein Stückchen komplexer und aber auch eine sehr, was ich als sehr wichtig ansehe, nämlich die sogenannten Fördertöpfe und Fördermittel. Das geht ja von Brüssel oben los bis nach unten hin. Das ist sehr wichtig, das mal zu verschauen. Nämlich eines tatsächlich der Machtmittel. Und dort ist es eben auch wichtig, wer einen kennt, der da Bescheid weiß. Und es geht auch hier erstmal ums Authentische. Ich meine, durchs Internet durchzugehen und das rauszusuchen, das kann ich auch, will ich aber nicht. Sondern mal welche, die damit konfrontiert worden sind, mit all den Haken und Ösen, die Geschichten auch haben. Also das wäre schon mal ganz gut. Wie gesagt, das wird erst im kommenden Jahr sein. Zu den Fördertöpfen, das ohnehin dann noch ein Stückchen weiter kriegt, weil da ist ganz viel Zeit. Wenn da was einfällt oder so, ja, kann da gerne aktiv werden. So, jetzt sind wir mal, dass der Bundesrat auch als sogenannte Länderkammer bezeichnet. Und hier wollen wir auch nochmal der Bundesrat, dass wir irgendwie was durchmachen können, den Einspruch nochmal, Veto, das kann der Bundesrat. Und es gibt ja auch bestimmte sogenannte Zustimmungsgesetze, die nur von den Ländern kommen können oder zustimmen. Und das lässt sich auch nicht so ohne weiteres trennen. Das ist ein bisschen verflochten, weil die Themen natürlich auch sehr häufig ineinander laufen. Verfassung und dann Eingriff in die Länderhoheit oder dann Europa, das sind Zustimmungsgesetze. Dann gibt es sogenannte Einspruchsgesetze, lasse ich gleich mal ganz weg. Aber der Bundestag, der kann, wenn das steht dann immer im Text, also der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das und das Gesetz beschlossen. Oder dann weiterhin eben Richterwahl, 50% Besetzung von Ämtern, Fachausschuss, Verwaltungsräte, Beiräte. Das ist das Ganze, was natürlich im Hintergrund steckt. Das muss man sich schon klar sein. Das ist ein Riesenapparat, wo dann entweder gewünschte und ungewünschte beseitigt und weggeschoben und weggedrückt und wie und was, weil auch viele gibt, die denken, naja, schon mal kreuz beim nächsten Mal bei den anderen. Das ist, der Effekt wird dann sehr gering sein. Das sind lange Prozesse, bis sich sowas bildet, wo dann auch weitestgehend die Stuben sauber gemacht werden. Ich will da mal dran und an den Trump, warum der ihn noch einen anderen ausgeschmissen hat. Ja, weil die alle mit dem alten System verbandelt waren. So, deshalb hat er dort den wirklichen eisernen Besen genommen, hat ihn dann zwar nicht genutzt, diesen gigantischen Apparat, das geht ja über Benennung von Richtern und das und das. Der Außenstehende hat am meisten gar keinen Überblick, aber der hat dann eben wirklich hart durchgegriffen, weil es so gar nicht anders geht. Nun kommt ein Thema, das würde ich auch mal durchaus mit ansprechen, weil es soweit nicht mehr hergeholt ist, nämlich ein Austritt aus dieser Bundesrepublik. Dieses Land ist ja noch nicht allzu alt, ziemlich, eigentlich sogar ziemlich jung. Und erinnern wir uns nochmal, wie gesagt, sehr jung, als viele Länder zusammengefasst. Und im Moment sieht es ja so aus, dass wir durchaus die Unwägbarkeiten durch das Ukraine, da sind die Dinge nicht mehr kalkulierbar. Und was da kommt, das weiß man noch alles gar nicht. Und man sieht jetzt schon deutlicher, selbst auch quer, das geht auch quer durch alle Parteien, was vorher noch feine Risse waren, wird heute schon zu deutlicher Spalten. Und ich will auch mal daran erinnern und wieder verweisen, dass wir gar nicht weit wegfahren müssen, nämlich südlich von uns, die 50 Kilometer sind es nicht mal ganz, dass die Tschechen und die Slowaken sich getrennt haben. So, in aller Ruhe, das war's. Ja, kein Geschrei und Gejaule wieder hier, dass die Welt wieder zusammenbricht, sondern die haben sich getrennt. Hat man sogar sagen lassen, die sich heute besser verstehen, als man das, als es die Jahre vorher war oder Jahrzehnte. Und ich will den Zusammenhang auch erinnern, also als mit meinem Kenntnisstand war, als die Einheit dann 90 beschlossen wurde, da haben die skandinavischen Blätter oder einige führende Zeitschriften das Ganze benannt
als eine Entscheidung mit dem Magen. Und der Magen, der steht nun mal leider nicht für den Verstand und auch nicht fürs Herz. Die Konsequenzen haben wir nun auch heute. Ich glaube, Ihnen zu deutlicher, dass nun der glücklichste Schritt war, das hat dahingestellt. Das Ganze ist natürlich schon ziemlich zugebaut, weil ein Austritt eines Bundeslandes ist laut Grundgesetz nicht vorgesehen. So, da muss das Grundgesetz geändert werden und da können wir unsere Position hier, wir sind immer in der Minderheit. Und auch das hier, Artikel 146, den Sie ja ganz schnell dann hier 1990 beiseite geschoben haben, ne, dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Da wird sie ganz schnell ruhig, wird auch sehr gerne immer erzählt. So, dafür haben wir dieses Grundgesetz. Wo es herkommt, wissen wir auch. Mehr oder weniger die Blaupause der Westalliierten. Und ja, mit dem leben wir nun heute noch. So, also Demokratie, nach meinem Verständnis, hat das nichts zu tun. Also ein Austritt so wie weiters gilt nicht. So, dann ist das eine sehr komische Geschichte nach meinem Verstand. Nämlich dann einfach mal den gesunden Verstand behalten lassen. Wenn ich irgendwo reinkomme, aber nicht wieder raus, das ist irgendwie komisch. Dann nehmen wir immer mal, wenn ich einen Arbeitsvertrag schließe, ist jeder in der Lage, den zu beenden, also auszutreten. Menschen kriegen für einen Beiträge oder sonst was, und wenn es mir geht, dann trete ich aus. So einfach ist das eigentlich. Ne? Bloß hier funktioniert das angeblich nicht. Und das wird auch hoch tief dunkeln gelassen, damit viele gar nicht erst auf die Idee kommen. Und ich will dann auch nochmal, also wenn ich, wie gesagt, austreten, reinkomme und nicht wieder raus, ist nach meinem Verständnis merkwürdig. So. Und für nach meinem Verständnis ist sowas, wo ich reinkomme, aber nicht wieder raus, das ist für mich nach volkstümlichem Verstand eine Falle. Ganz einfach. Oder auch so, wie auch immer. Ne? So. Also das nennt man dann repräsentative Demokratie. So, dann gibt es, muss man auch nochmal erkennen, sogenannte Freistaaten. Das jetzt wieder besser. Ja. So, sogenannte Freistaaten, dem Vorbild Bayerns. Der Name verheißt, oder der Begriff verheißt mehr als was man hinterhergibt. Das sind über Freistaat Sachsen und Freistaat Thüringen. Ich will noch mal daran erinnern, als der Honecker im Westen war, dann ist er in Bayern mit staatsmännischen Ehren empfangen worden. Das Ganze hat aber mehr repräsentativen Charakter, und so wie ich mich, man kann ja auch bloß mich durchspielen irgendwo, hat das den Hintergrund, dass die Staaten alle bei Monarchien waren und man wollte das abgrenzen, dass es also nie wieder zu einer Monarchie kommt. So, kein sonderrechter Staat, ist halt nochmal in der Landesverfassung festgeschrieben. Interessant ist auch, wenn wir noch, will ich doch mal zu den Wahlen gehen, nämlich die letzte Landtagswahl Sachsen, die ist dann durchaus ein Stück nochmal aufschlussreich. Haben wir also die Parteien, die dort vertreten sind im Landtag, das sind sie hier, und die CDU mit 45 Sitzen 38%, die AfD 38%, 28%, 14 Sitze der Linken mit 12%, 12 Sitze mit 10% von den Linksradikalen, und die Roten haben 8% gekriegt und 10 Sitze. So. Dann haben wir die CDU, die Linksradikalen, die Roten. So, das aus 60 Wahlkreisen, 120 Sitze, ein Sitz hat der AfD erfolgreich versammelt, reden wir nicht drüber. Und das zusammen gibt 67 Sitze.
Und das macht in der Summe eine absolute Mehrheit von 56%. So, und wenn man das jetzt mal ein bisschen anders betrachtet, nämlich mal die hier nimmt, die eigentlich die große Masse des Wählerwillens repräsentiert. Da kann man ja nicht hergehen, dass jeder alles der Meinung ist, was die anderen der Meinung sind und dass alles noch deckungsgleich ist. Also repräsentiert doch einmal einen relativ hohen Anteil des Wählerwillens. Ja. Wie es gekommen ist, was ganz anderes. Das ist schon so. Das sind also 66% gegenüber 56 und 83 Sitze gegenüber 67. Ja. Und wenn man sich das mal dann vergleicht, geht es nicht anders als um Macht statt der Demokratie. Was anders geht es nicht. Ja. So. Das ist der Stand der Dinge. Und der Quetschmann, der versteht es auch immer wieder, es tut er so ein bisschen näher mit in Russland, da bin ich auch nicht so ganz dafür und naja, wie auch immer. Er findet wahrscheinlich immer wieder welche, die dafür reingehen. Mal schauen wir mal. Um was geht's? Es geht letztlich um das. Es geht um die Plätze am Futternapf. Und wer am Futternapf sitzt natürlich, der bestimmt nicht nur, dass er eben dort sitzt, sondern er bestimmt auch den Speiseplan. Das ist nun mal so. Haben wir die CDU und da haben wir die Linksradikalen und die Roten nochmal dazu. Ja, die setzen da nun zusammen. Jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal an. Die CDU wählt, stellt den Ministerpräsidenten, MDL, also Ministerium des Landes. Das ist auch schon in das Ministerium hochgehievt worden. Das war, glaube ich, in allen Bundesländern mal früher, gab es das nicht, das ging, glaube ich, in Bayern an, diese Unsitte, dass die dann nochmal der Landespräsident nochmal so eine Art Hofstaat gründet, nochmal in seinen eigenen. Also beim Stolpert haben wir so ein bisschen Ärger gegeben, dass man das eben, das war, glaube ich, früher hieß das Büro des Ministerpräsidenten oder ähnliches, jetzt haben sie gleich ein Ministerium draus gemacht. So, dann haben wir also das Ministerium des Innern. Da haben wir das Ministerium des Landes der Finanzen, dann haben wir das Kultusministerium, dann haben wir das Ministerium für Regionalentwicklung und das Ministerium für Wissenschaft, das Ministerium für Kultur und Tourismus, das Ministerium für soziales und gesellschaftlichen Zusammenhalt, Justiz und Demokratie, für den gerade der Rischen, die das noch gekriegt hat, mit der Demokratie am letzten was gemeinen Hut haben. Und dann noch Europa und Gleichstellung, mit wem soll ich auch immer. Das dann für die Linken, Linksradikalen, Energie, Klima, Umwelt und Landwirtschaft. Und das alles ergibt stolze 11 Ministerien. Das wird in den, ich weiß nicht, ob wir dies Jahr nochmal kommen, werden wir uns den ganzen Land mal ein bisschen genauer angucken. Wird heute ja viel zu weit fern. Ich will auch mal daran erinnern, dass die mal in den ersten Jahren, dass der öffentliche Dienst sich am schnellsten zu den Westgehältern, im Blick vor allen Dingen hier, den Westen angenähert hat. Das ging am schnellsten. Buschzulage kam auch noch dazu. Also die haben sich schon einiges gegönnt. Und dass dann nicht gerade, wie das nun mal ist, dass die im Westen vorwurden, ihren ganzen überfüllte Reservebank loszuwerden, war auch schnell kein Geheimnis. Und wie es nun mal mit den Reservebänken so ist, dort sitzt nun mal nicht die erste Garnitur, von Ausnahmen abgesehen. So, also, achso, das wollte ich euch nochmal, warte mal. Der Kretschmer, wenn er, ich weiß nicht, was man da, das ist schwer, dort reinzugreifen, ich schätze auch nichts, der müsste jetzt in Angesicht, wenn er mal, sieht den mal zu greifen, was schwierig ist, das wissen die auch ganz genau, nachdem wie die Dinge jetzt laufen, müsste er sich eigentlich mindestens für den Grünen oder sogar für den Roten in der Regierung teilen. Wenn er schon so ein bisschen, naja, wir müssen ja mit Russland irgendwie doch, nein, ja, du, was ja auch erstmal richtig ist, aber bloß ein lauwarmes hier Gewäsch, wenn er mal wirklich Taten folgen lassen würde. So, nee, Freunde, das hier machen wir nicht mit. Aber für jetzt, und wie gesagt, die Brüder zu greifen, das ist ziemlich schwierig. So, kommen wir nochmal, ne? Gibt auch mal einen anderen Moment, sich den mal genauer zu hinzuschauen. Nochmal die Sitze im 6. Landtag,
CDU 38, AfD 28, Grüne, Linke 12, Grüne 10, Roten 8. Und noch wieder die CDU. Und da haben wir die Linksradikalen, die Roten. Und jetzt, man höre euch an, kommen die Linken noch dazu. So. Und die zusammen ergeben 68%. Und das hat auch seine Bewandtnis, weil, nämlich, dann habe ich eine sogenannte Zweidrittelmehrheit. Zu was wird die gebraucht? Das ist ja auch im Wahlverhältnis immer ein Hinspiel, das war wieder mal eine Rolle, Zweidrittelmehrheiten. Und so Abgeordnete bestimmen Mitglieder des NDR-Rundfunkrates. Das ist nämlich eine ganz heikle Geschichte. Dort, wo eigentlich die Meinungsbildung stattfindet, ist oftmals wichtiger, dort Zugriff zu haben, als wie über der, welchen Posten dort oder da. Da gibt es auch den bekannten Spruch, ich weiß nicht, wo er herkam. Gib du mir eine Zeitung, ich gebe dir eine Armee. So. Also, der dort den Zugriff hat, und der, beim MDR lässt sich da auch leider, dass da fast kein Wünsche übrig. So. Auf Basis einer geänderten Geschäftsordnung hat eine Zweidrittelmehrheit im Sächsischen Landtag drei Parlamentarier bestimmt, die im neuen MDR-Rundfunkrat mitwirken sollen. Sie kommen aus der Kenia-Koalition und von den Linken. Auch vier Organisationen entsenden ihre Vertreter in das Kontrollmedium. So. Also, da haben sie erstmal schnell die Geschäftsordnung verändert. Jetzt kommen die vier Organisationen, das bemerken wir, das ist die Courage-Werkstatt, die werden wir uns immer später unter mal anschauen, was für Truppenteile das sind, die alle hier mit dazu gehievt werden und damit Zugang bekommen zu den Medien. Und das muss ich mir vorstellen, Geschäftsordnung vor der Abstimmung geändert. Also nach dem Motto, wenn die Fußballmannschaft der eigenen jemand wieder Tore schießt, machen wir Tore größer. Passt dann wieder. Und man macht es nach Bedarf. Und das ist wirklich Politik, Marke, Bibi Langstrumpf. Ich mache die Welt, wie sie mir gefällt. Ja, das ist das Beste. So, ja. Wir wundern uns immer, wo das alles so herkommt, warum das so läuft, wie es so läuft, weil das alles der ganze Apparat dahinten dran hängt. Auch der MDR mit. Also, vor der Abstimmung. So, nun wollen wir mal, oder sehr häufig in diesem Zusammenhang, kursieren verschiedene Begriffe so in der Öffentlichkeit herum oder so unter uns, wie auch immer. Und da wollen wir uns mal Bürgerbegehren, Volksbegehren, Volksentscheid, Einspruch, Bürgerentscheid, Volksantrag, Petition, Bürgerinitiative, Referendum, Veto. Also das sind jetzt eine ganze Reihe Begriffe. Gehen wir noch weiter, Volksbefragung, Volkseinwand. Das hängt zum einen natürlich damit zusammen, wir sind jetzt heute in dem Kernpunkt unseres des Vortrags oder meiner Gedanken, die ich euch ja anbieten will, auf der Basis der Bundesländer. Und da ist das alles ein bisschen unterschiedlich, auch wenn es ziemlich auf dasselbe rausläuft. Und nach meinen Recherchen, soweit wie das, ist das, wo Volk davor steht, ist das auf Landesebene. Ebene und wo Bürger davor steht, das ist dann mehr an der Basis. Referendum ist im deutschen Landen, glaube ich, nicht geläufig. Oder das ist eher die Schweiz dann, das kann man dann, ist ja Schützer an, mal später. Oder England, das wurde ja auch als Referendum bezeichnet, der Austritt aus der EU. So, wollen wir uns mal Beteiligung in Freitagstadt Sachsen, das wird jetzt auch hochgehangen, mal die Möglichkeit auch begrenzt sind. An der großen Politik können wir eigentlich hier wahrscheinlich nur sehr bedingt was rütteln. Und meistens läuft es ja wieder dort hinaus. Also das hier ist auch in der Regierung, kann man das auch nachlesen. Und auch hier gibt es natürlich eine Petition. Petitionsausschuss, also nochmal, im Petitionsausschuss werden Bitten oder Beschwerden von Bürgern bearbeitet, die sich auf Verwaltungsmaßnahmen von Ämtern oder Behörden beziehen. Das ist ja schon eine Einschränkung. Die der Aufsicht des Freistaates unterstehen. Dies können Beschwerden bezüglich sächsischen Landesbehörden sein, aber auch Gesetzesänderungsvorschläge, Veranstaltungen und Anregungen. Es ist der größte Ausschuss im Landtag, unterstreicht den hohen Stellenwert des Bürgeranliegens. Also, was wir auf der großen Ebene, wo die Türen zu sind, wird natürlich hier noch ein bisschen hochgejubelt.
Also dieser Petitionsausschuss hat 28 Mitglieder, ist steht Artikel 35 Satz 1 sächsische Verfassung. Schriftliche Beschwerde an das Parlament, Einzel- oder Sammelpetition, Online-Formular und Petitionsausschuss. Landtag, dann entscheidet eine Mehrheit über diese Petition. Also ich habe dann auch ein paar Einzelne angeguckt, das ist überschaubar, was da kommt. Da ist einmal geht es um die Leipziger Flughafen, gut, das ist für die, die wollen, ist das, haben die natürlich bei schaulichere Zeiten hinter sich, das ist nicht mehr so. Einmal kommt durch eine Petition, Freien doch als Feiertag, gut, könnte ich dann anschließen. Ne? Und dann war es mit dem AfD-Richter Meyer, der lange im Bundestag saß, der ist jetzt plötzlich eben als rechter Richter hier. Wohl, der von so einer Einzelperson, das kann ja jeder einzeln da tun. Das wird auch hier noch ein bisschen deutlicher gemacht, weil durchaus man überlegen kann, aber das würde ich erstmal so stehen lassen, jetzt in den Zeiten, wo wieder eine gewisse Mobilisierung unter den Menschen oder den Bürgern stattfindet, vielleicht um doch irgendwas hier loszuziehen, was allerdings nicht ganz so einfach, bekanntlicherweise. Also eine Petition ist eine schriftliche Bitte und so weiter in das Parlament und können auch öffentlichkeitswirksam an den Landtag übergeben werden. So, nochmal hier Petition, welche Arten? Einzelpetition, Mehrfachpetition, Sammelpetition und Massenpetitionen. Von staatlichen Organen muss man auch mal wieder, das ist. So, dann gibt es auch noch den Volksantrag und Volksbegehren. Gesetzesvorlagen werden von der Staatsregierung aus der Bundeslandtagsur oder vom Volk durch Volksantrag eingebracht. Also es können Abgeordnete sein, die das vorbringen, oder die über bestimmten Problempunkt oder was auch immer, über Gesetzesvorlage, sich das von der Bevölkerung und von den Wählern bestätigen zu lassen. Oder durch den Volk vom Volksantrag. Alle im Land Stimmberechtigten haben das Recht, einen Volksantrag in Gang zu setzen. Er muss mindestens 40.000 Stimmberechtigten durch ihre Unterschrift unterstützt sein. Ihm muss ein mit Begründung versehener Gesetzentwurf zugrunde liegen. Also alle Stimmberechtigten haben hier die Möglichkeit, sich durch ihre Sozialisierung. Ich will nur sagen, das ist der Unterschied. Vorher stark Unterstützer und hier steht stimmberechtigte Unterschrift. Das sind immer alles, wie gesagt, gespickt mit alles mit sehr vielen Feinheiten. So, wird der Volksantrag jedoch abgelehnt, können die Antragsteller durch ein Volksbegehren ihren Willen bekündigen. Dafür müssen sie binnen 8 Monaten mindestens 450.000 stimmberechtigtes Begehren durch ihre Unterschrift unterstützen. Da können wir durchlassen, wie viel Chemnitz auf die Straße bringen muss und dann hinten die Unterschriften einzusammeln. Was auch immer wir dann vorbringen wollen. So, da bin ich mal ein Bekanntes, das hier ging, aber leider nicht zum Erfolg. Und das ist der Volksantrag zur Veränderung der Verfassung und zwar unter der Überschrift genug gezahlt zu dieser GEZ-Geschichte. Ihr seht, da ist schon einiges dazu, das muss ich ordentlich begründen. Und was ich auch sehr bemerkenswert war, um alle ins Bewusstsein zu bringen. Also, dieser Teil unserer sächsischen Verfassung ist einmalig und gilt nur in Sachsen. Dabei hat Sachsen gar keine öffentlichen rechtlichen Rundfunkanstalt, deren Bestand es allein garantiert könnte. Warum ist dieser Passus ersatzlos zu streichen? Also, ich kann man auch im Internet nachlesen, ich will das nicht gut. Dazu braucht man keine 20 Fernsehsender, 70 Rundfunkanstalten und über 100 Online-Angebote, die wir mit über 8 Milliarden Euro an Zwangsgebühren zahlen müssen. Das ist der teuerste Rundfunk der Welt. Also sind auch viele untergekommen. Und allein, dass der MDR unter dem Mantel der ARD fungiert, das ist ungefähr so wie ein netter Beitritt. Dort wird mit Sicherheit schon erstmal die groben Richtlinien vorgegeben. Was kommen darf oder was auf gar keinen Fall kommen darf. Gibt es auch, werde ich mich auch noch ein bisschen dran sein lassen. Da muss man mal ein bisschen genauer hinschauen. Was ganz typisch ist, muss alles, was ehemals DDR antrifft, ganz wird es wirklich nur einseitig. Es gibt dann auch eine Reihe Sachen, die man so positive Dinge, da muss ja nicht alles abgewinnen, aber da gibt es eine ganze Reihe Themen, die mal in die Öffentlichkeit bewusst gemacht werden.
Man darf ja auch nicht vergessen, das ist ja nur, was wir hier sehen. Wir wissen es ja eh, wie es war. Der eine Beispiel, auch die Meinung ein bisschen unterschiedlich, aber wir wissen das. In den alten Bundesländern sieht es ganz anders aus. Und da könnte es passieren, neuerdings, das kommt wieder jetzt, dass das passieren kann, da habe ich mir immer erzählen lassen, dass ach, die gibt es aus Chemnitz und alles lauter Reichstück und die Tolle und so. Ja, das ist Gewalt. Das ist die ganze Einseitigkeit. Das darf auf gar keinen Fall kommen. Aber was es Kriminelle gab und Unglücke und was alles da gebracht wird, aber ja, nicht das. Das ist schon sehr bemerkenswert. Und das kann ich mir schon etwas erahnen, dass es schon ganz oben runter, also zumindest in unserer AfD kommt, was hier tunlichst nicht erscheinen darf. So. Volksantrag, ja, warum das kein Erfolg hatte, ich weiß es auch nicht, weiß auch nicht jemand irgendwie Verbindung oder hat zu den, die das hier in Szene gesetzt haben. Ob der Logistik dann nicht irgendwie nicht funktioniert hat, weiß ich, ob das da glücklich war. Denn du musst dann nur Schrottlisten mit unterschreiben, ich habe ja auch schon mal so eine gemacht, aber da kommen wir später mal darauf. Und du musst doch sehr genau aufpassen, dass das dann auch alles seinen richtigen Verlauf nimmt. Das ist ganz einfach, ist das nicht. Und da sind die 40.000 schon dann auch nicht zusammengekommen. Ich weiß nicht, hier gibt es auch eine bestimmte Frist. Wir haben ja jetzt unseren erstmal sehr optimistisch, dass also wieder doch eine Größenordnung von Menschen auf der Straße geht, dass da durchaus wieder was zusammenkommen könnte. Aber es gibt bestimmte Themen, die kannst du, da musst du, wenn du das einmal gemacht hast, da muss dann eine bestimmte Zeitspanne vorübergegangen sein, bevor du sowas wiederbringen kannst. Also das kannst du nicht, nachdem es fehlgeschlagen ist, aus welchem Grund auch immer, wenn man so natürlich ein oder später bringt es selber nochmal. Das funktioniert so nicht. Ich will auch mal das, Sachsen stimmt über Sparkassenverbund ab, ich will es bis der Vollständigkeit halber bringen, weil der eine sagt, da war auch nochmal hier Volksentscheid, der erste Volksentscheid, aber ich muss sagen, ich kann es auch gar nicht mehr so richtig, das sind die zwei verschiedenen, die einmal diesen, darum eben mehr Geld abzuschöpfen für die Kommunen, die anderen wollen wieder, dass der Sparkassenverbund in größerer Finanzverbund wird, um größere Aufgaben zu stemmen. Ja, ich kann es mir da kein ausschließliches Urteil bilden, ist dann auch eh über 20 Jahre her. Aber hier steht mal Bürgerinitiative pro kommunale Sparkasse. Das hatten wir auch schon mal. So, nun komme ich mal in einen anderen Bereich. Ja, meckert immer, schimpft auch viel. Es gibt auch vieles zu kritisieren an dieser Stadt, muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Aber es gibt auch Dinge, wo man sagen kann, das war eigentlich mal ganz gut. Ja, das war eigentlich, ich muss ehrlicherweise auch sagen, wenn meine Frau nicht wäre, da wäre ich wahrscheinlich auch nicht hingegangen. Aber das ist auch wieder bei dem authentisch, weil wenn man selber so mal da drinnen war, das war wirklich sehr angenehm, auch die Stimmung war gut. Und wenn man das im Fernsehen sehen würde, würde man weiterschalten. Aber wenn man selber so mit dabei war, und das war ja nur in vielen Plätzen in Orten, dann kann man schon sagen, es war doch wirklich, es war ein Besuch wert. Das war mein Fazit. Und das war dann hier den ganzen Ecken. Also hat sich eigentlich nicht schon Mühe gegeben in der Stadt, da kann man ja wirklich nicht meckern über alles. Ich war dann auch mal, das ist das, was mir noch so hängen geblieben ist, das war der Chorwettbewerb, das war schon, glaube ich, im Juni. Und ich hatte mir der Veranstalter auf der Schlossdeichinsel angeschaut oder angehört. Und da ist mir aufgefallen, da war zum Beispiel ein tschechischer Chor. Und die Altersgruppe der Chormitglieder war so, ich sag mal so, zwischen 18 und 20. Haben das auch sehr gut gemacht. Die haben auch dann innerhalb des Chors, also keine festen Reihen, wie man es eigentlich so kennt, die haben dann immer so auch mal die Position gewechselt und so weiter. Und ich sage 75% oder was immer noch mehr in Tschechisch und ein bisschen was kam dann noch in Englisch. Und was mir dann eben aufgefallen ist, danach kam dann ein Chor aus Leipzig. Wurde groß angekündigt, hier Auszeichnung von dort und da und dort. Und die hauen ja Jazz und Gospel. So. Und gut, Jazz kann man ja noch mitgehen und den Blues, die kennt ja auch, wenn man so musikaffin ist, da weiß das ein bisschen, dass das doch sehr stark in der afroamerikanischen Szene hat.
seine Hintergründe. Und dann, wenn es um Gospel geht, aber das kommt auch klerikale Teil noch dazu, dann wird es nochmal eigenwilliger. Und was mir aufgefallen ist, bei den Tschechen hast du richtig gemerkt, die stehen dahinter. Das ist ihre Identität. Das kam wirklich von innen heraus. Die waren mir gekünstelt. Also irgendwas künstlich machen müssen oder was sie eigentlich nicht sind. Das ist mir aufgefallen, weil die aufeinander kamen. Ich dachte mir, mein Gott, mir hat die Toten alles so ein bisschen. Wie war es so? Kann man erahnen, aus welchem Umfeld die kommen. Und auch die Altersgruppe. Ich würde sagen, so 25 bis so in den 30 rum waren die. Und da hat man, da kommen wir wieder auf also Vorurteile im Unterbewusstsein, da weiß man ungefähr, aus welcher Ecke die so kommen. Ja, so. Ja, so. Also, das ist so. Der letzte. Und hier nochmal. Da sind wir heute schon dann so gut über die Ziellinie. Wer also hier Gedanken hat, Ideen, gibt fast kein Thema mehr, was hier nicht verarbeitbar ist. Und da kannst du auch gerne über E-Mail an mich wenden. Und wir treffen uns wieder im Oktober, binden die Fäden wieder zusammen. Mittwoch, den 12.10., das wird der Salter sein, das heute schon in der Regieposition hier. Er wird dann am, so haben wir es zumindest geplant, am 12.10. dann hier den Abend im Hauptteil gestalten. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und wünsche uns guten Nachhauseweg.